Das Coronavirus hat unser Leben innerhalb weniger Wochen von Grund auf verändert. Das Gewohnte ist aus den Fugen geraten. Was wird für immer anders sein? Was gewinnen wir neu hinzu? 8 namhafte Wissenschaftler aus Kultur, Wirtschaft, Theologie und Gesellschaft werfen gemeinsam einen Blick in die Zukunft. Das Coronavirus zwingt uns zu körperlicher und sozialer Distanz. Unser Urbedürfnis nach menschlicher Nähe dürfen wir plötzlich nicht mehr ausleben. Unsere Freiheit, uns so zu bewegen, wie wir wollen, ist massiv eingeschränkt. Wie füllen wir den leeren Raum? Tausende Menschen Schulter an Schulter. Undenkbar. Was bedeuten diese Einschränkungen für uns? Welche Lehren werden wir mit in unsere Zukunft nehmen? Die Sozialpsychologin Friederike Bornträger hat Antworten. In der Rückschau werden wir, glaube ich, besonders staunen darüber, dass nicht alles schlecht gewesen ist. Wir haben in der Zeit auch schöne Dinge erlebt. Und dadurch merken wir, das Leben ist nicht entweder oder. Es ist sowohl als auch. Es war anstrengend und es war unangenehm und vieles war schön. Und wir können das, was schön war, beibehalten und größer machen. Unser Grundrecht auf Freiheit ist massiv eingeschränkt. Wir merken gerade eine ganz große Veränderung. Wir merken gerade ganz viele Veränderungen. Und eine davon ist, wie eingeschränkt wir plötzlich werden in unserer eigenen Freiheit. Das kann dazu führen, muss nicht, aber kann. Es kann dazu führen, dass wir auch die mehr wertschätzen. Und dass wir merken, das ist eigentlich ein hohes Gut. Das ist ein wirklich hohes Gut. Wir können uns frei bewegen. Wir können eigenständig, selbstbestimmt handeln. Und wenn man das eine Weile eingeschränkt hatte, ja, wir merken halt immer, was besonders toll ist, wenn wir es nicht haben können. Ne? Also Alternativen, die uns nicht zur Verfügung stehen, werden immer ein Stück attraktiver. Und wenn wir es uns schön einrichten wollen in Zukunft, dann behalten wir das in Erinnerung. Viele von uns werden Angst gehabt haben, in der Hoffnung, dass wir sie dann nicht mehr haben müssen. Und diese Angst werden wir ernst genommen haben. Und damit haben wir sie ein bisschen salonfähiger gemacht. Nicht, dass wir sie schöner finden, aber sie ist eine relevante Emotion, die uns auch vernünftig handeln lässt. Und damit haben wir ein Stückchen mehr Selbstbestimmung bekommen. Es schwingt ja schon der Satz in unseren Köpfen, was nichts kostet, ist nichts wert. Und ich glaube, wir merken gerade ganz deutlich, das ist falsch. Wir merken, was uns richtig fehlt, sind zum Beispiel soziale Kontakte, und zwar in live. Das kostet eigentlich nichts. Und da glaube ich, dass dieses Urmenschliche, dass wir da eine Fokusverschiebung haben und eine Wertschätzung kennenlernen. Und auch, dass es irgendwie toller ist, was machen zu können, als was zu haben. Also ich könnte mir vorstellen, dass der Konsum in den Hintergrund rückt und damit für kreative Wirtschaftsmodelle Platz ist. Was ist mit den klassischen Wirtschaftszweigen? Corona hat zu einer Vollbremsung geführt. Große und kleine Unternehmen stellen den Betrieb ein. Wir rutschen gerade in die tiefste Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg. Die globalisierte Wirtschaft ist in Frage gestellt. Haben wir Kraft, uns neu zu erfinden?
Dazu der Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung und frühere Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, Christoph Schmidt. Nachdem die Krise wirklich ihre Spitze überlebt hat, nachdem wir wieder in bessere, normalere Fahrwasser kommen, muss der Staat auch das Kunststück schaffen, sich wieder dort zurückzunehmen, wo er den Wettbewerb zu stark behindert und die großen Unternehmen zu sehr stützt. Also auch das ist nochmal eine ganz knifflige staatliche Aufgabe. Das Bereitstellen von Mitteln war ein guter erster Schritt. Das Umsetzen der Mittelfreigabe ist der erste schwere zweite, also der zweite schwere Schritt. Und der dritte wäre der richtige Rückzug, die richtige Rückzugsstrategie, damit die Unternehmensstruktur nicht zulasten der kleinen und mittleren verändert wird. Also jetzt momentan ist ja die Stunde des Staates. Danach schlägt die Stunde der Unternehmer. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir viele kreative, risikobereite, innovative Köpfe in unserer Gesellschaft haben, die unternehmerische Aktivität entfalten werden und wollen und die neue Ideen haben, neue Geschäftsmodelle entwickeln werden und neue Arbeitsplätze schaffen werden. Man muss allerdings die richtigen Rahmenbedingungen dafür setzen. Wenn man es bildhaft sehen will, dann haben wir einen Formel-1-Motor hochgezüchtet, der unglaublich viel Leistung erzeugt, aber nur wenn er funktioniert. Und ein kleines Teil, das schief geht oder das versagt, kann den ganzen Apparat in Gefahr bringen. Und von dieser Situation, von diesem Herauskitzeln der letzten Möglichkeit, noch Wirtschaftsleistung zu erzeugen, müssen wir weg in eine neue Balance zwischen der Effizienz, also der Leistung einerseits, aber der Widerstandsfähigkeit, der Resilienz andererseits. Bedeutet das das Ende der Globalisierung? Ich bin zuversichtlich, dass wir eine andere und in gewisser Weise bessere Art der Globalisierung erleben werden. Und ich denke, diese veränderte Art der Globalisierung, die etwas weniger nur auf Leistung getrimmt ist, sondern mehr auch auf Risikostreuung, die wird uns allen besser tun, als wir es momentan haben. Und wenn wir es richtig machen, dann stellen wir jetzt die Weichen auf eine nicht mehr auf fossilen Energieträgern beruhende Volkswirtschaft, der die Mitte des Jahrhunderts bereits verwirklicht ist, vielleicht sogar schon schneller. Wenn wir es falsch machen, kehren wir zu den alten fossilen Strukturen zurück und, sagen wir mal, graben somit, zementieren somit die alten Strukturen ein. Also hier kann die Politik, können wir als Gesellschaft viel Gutes machen, indem wir die richtigen Ideen noch schneller aufgreifen, als wir es eigentlich so getan hätten. Klimaschutz war das große Thema 2019. Über die Demonstrationen von Fridays for Future haben viele heftig diskutiert. Werden wir nach Corona da wieder einsetzen? Im Herbst 2019 startete die größte Arktis-Expedition aller Zeiten, um die Klimaveränderungen zu erforschen. Das deutsche Alfred-Wegener-Institut leitet die Expedition. Die Direktorin des Instituts, Antje Boetius, findet deutliche Worte zu Corona und Klimawandel. Es gibt ja gerade auch unglaubliche Diskussionen. Woher kommt das eigentlich? Ist das eine Strafe Gottes? Ist das eine Naturkatastrophe? Oder sind wir Menschen wieder mal schuld? Und ja, wir sind schuld. Wir haben einen Umgang mit Wildtieren, mit der Natur, den wir uns nicht mehr leisten können, der anders ausgehen muss. Und so ist auch diese Pandemie zurückzuführen auf die grundlegende Bedingung für die Zukunft. Mensch und Natur müssen in eine andere Beziehung miteinander eintreten. Lernen wir das durch diese wirtschaftliche und gesellschaftliche Zwangspause?
Natürlich gucken wir Klimaforscher jetzt genau hin, was bringt dieser Stillstand? Wir sind ja nur noch bei 5% Fliegen, Transport hat 20% abgenommen, Wirtschaft hat schon 5-10% abgenommen. Was bringt es dem CO2? Das sind erstmal gar nicht so riesige Zahlen, wie man erwartet. Wir schaffen vielleicht dieses Jahr die deutschen Klimaziele zu halten. 5% haben uns da gefehlt, 5-8%, das schaffen wir, wenn es so weitergeht. Aber man muss mal sich vorstellen, zu was für Kosten. Es ist nicht der Umbau, den wir brauchen. Der Umbau, den wir brauchen, bedeutet raus aus dem Energiesystem der fossilen Brennstoffe, rein in ein System mit regenerativen Energien. Das ist das, was es braucht, und Individualverzicht wird das nicht schaffen. Persönlich versuche ich zu lernen von der Art und Weise, wie mit der Pandemie umgegangen wird, mit diesem Katastrophenszenario. Es ist ja so, dass uns gesagt wird von den Virologen, hier ist ein knapper Zeithorizont. Wir müssen erkennen, was droht. Wir müssen das Risiko einschätzen und uns danach verhalten. Und plötzlich geht alles, Dinge, die wir uns nie hätten träumen lassen. Und genau das sagen wir Klimaschützer. Wir haben nur noch wenig Zeit. Wir gehen Risiken ein. Niemand will die Katastrophen, die da kommen. Unser Zeithorizont ist aber nicht eine Woche, ein Monat. Unser Zeithorizont ist 10 Jahre. Dennoch sind 10 Jahre nah. Und das zu lernen aus der Corona-Krise, wie wir Zeit wahrnehmen als hohes Gut, als die einzige Chance, uns zu rüsten vor etwas, was da kommt, wo wir alle zusammenhalten müssen, das wünsche ich mir so sehr, dass wir das alle begreifen und genauso eben die große Herausforderung Klimawandel in den Blick nehmen. Direkt vor Corona ging es ja sehr intensiv um die Debatte, wie Klimawandel und Klimaschutzprogramme die Gesellschaft spalten. In welche, die es brauchen, in welche sagen, unnötig, wir brauchen was anderes. Und jetzt sind wir plötzlich alle vereint und gehen zusammen mit einem riesigen Problem um. Und man merkt aus dieser Kraft der Gemeinsamkeit, was alles zu schaffen ist, was alles möglich wird. Und das ist auch bei der Frage Klimawandel essentiell. Wir müssen zusammenhalten, Generationskonflikt vergessen. Wir müssen einfach sagen, die ganze Kraft der Gesellschaft muss da reingehen, dieses Problem zu bewältigen. Corona heißt Abstand halten, auch im persönlichen Miteinander. Kommunikation ist jetzt digital, sogar beim Einkaufen. Aufgrund der Corona-Epidemie möchte ich Sie freundlich darauf hinweisen, bitte beachten Sie, dass Sie einen Sicherheitsabstand von ca. 2 Metern einhalten. Roboter im Supermarkt. Digital gesteuerte Operationen. Wird künstliche Intelligenz durch Corona auch in der Medizin unverzichtbar werden und vielleicht sogar helfen, einen Impfstoff zu entwickeln? Ja, sagt der Professor für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, Christian Kersting. Vorher wurden schon insbesondere bei der Entwicklung von Medikamenten und in dem Sinne dann auch bei Impfstoffen wurden Methoden der künstlichen Intelligenz, insbesondere des maschinellen Lernens, angewendet. Da geht es dann darum, besser zu verstehen, wie Proteine miteinander interagieren, weil es ist einfach ein solcher Datenberg, den kann man nicht mehr menschlich alleine, sozusagen mit einer Pipette alleine untersuchen, sondern da brauchen Sie sehr viel mehr. Und Sie brauchen sozusagen die künstliche Intelligenz als neues Mikroskop, was ihnen hilft, hinzugucken, wo sie vorher gar nicht hingucken konnten. Vieles muss zwangsweise online erledigt werden. Ist das ein Todesurteil für Unternehmen vor Ort? Ich glaube allerdings, dass wir einen neuen Trend entdeckt haben, nämlich dass ganz viele niedergelassene, also lokale Händler festgestellt haben, online könnte auch was für sie sein. Und ich glaube, dass diese Kreativität und dieses Umdenken und zu verstehen, online heißt nicht gleich global nur, sondern online ist eben auch diese Freiheit vor Ort, zusätzliche Betriebskanäle zu bekommen. Das kann eine Chance sein. Deswegen glaube ich, dass bei all dem Negativen, was in der Corona-Krise natürlich entstanden ist und das menschliche Leid, wir eben hier auch die Chance haben, endlich Digitalisierung
als die Chance zu sehen, die sie ist. Nämlich wirklich den Menschen zu dienen und Einsichten zu geben, die wichtig sind, auch in solchen Krisensituationen. Ohne das hätten wir diese Komplexität niemals so schnell erfassen und auch begreifen können. Und ich finde das ein ganz tolles Beispiel dafür, dass Digitalisierung eben eine Chance ist und nicht einfach nur Teufelswerk. Ganz im Gegenteil, es ist Himmelswerk. In Deutschlands Konzertsälen und auf den Theaterbühnen ist es ruhig geworden. Für die Kultur bedeuten Ausgangssperre und Kontaktverbot einen großen Einbruch. Wie wird sich unsere Kulturlandschaft verändern, wenn Menschen auf unbestimmte Zeit nicht mehr in großen Gruppen zusammenkommen können oder feiern dürfen? Manche Künstler suchen sich ihre eigenen Bühnen. Wie sieht die Zukunft der Kultur und der Künstler in Deutschland aus? Ein Ausblick von Martin Zierold, Professor für Kulturmanagement. Wenn wir uns mal für eine Sekunde einen Abend in der Heimquarantäne vorstellen, ohne künstlerisches Kreatives, keine Bücher, keine Musik, keine Computerspiele, keine tollen Zeitungsartikel, all das nicht, keine Bilder an der Wand, keine Fotos, dann merken wir, wie prägend gerade in so einer existenziell aufgeladenen Phase wie jetzt Kunst und Kultur auch in unserem Alltag ist. Und ich glaube, dieses Bewusstsein gibt es gerade und das hat auch das Potenzial für eine große Solidarität im Kunstbereich. Und die große Herausforderung wird es sein, das im Gedächtnis zu behalten, wenn der Alltag wieder Fahrt aufnimmt. Was man auf jeden Fall jetzt schon merkt, ist, dass die ökonomische Krise, die ja gerade erst so richtig beginnt, im Kunstbereich natürlich besonders dramatisch ist. Und darauf muss man sich heute vorbereiten. Und ich glaube, diese ersten Überlegungen, Hilfsfonds sind gut, aber das wird nicht reichen, um den Kunstbereich über die nächsten 2, 3 oder auch 4 Jahre zu bringen, sondern das wird ein Thema sein, was uns auf Jahre hinaus beschäftigen wird und wo wir immer wieder neu sicherstellen müssen, dass es tatsächlich nicht ein großes Sterben im Kunstbereich gibt. So hear me out before you say the night is over. I want you to know that we gotta carry on. So don't let this be our final song. Heute weiß noch keiner, was da funktioniert und was nicht funktioniert. Und alle sind groß daran zu experimentieren. Und das ist vielleicht ein positiver Effekt, den wir jetzt sehen, dass die Experimentierfreude, die Improvisationskunst, die ja eigentlich im künstlerischen Bereich sowieso zu Hause ist, gerade noch mal ganz neue Orte findet. Ich glaube auch, dass da durchaus Elemente geschaffen werden, die auch dann Bestand haben werden. Beispielsweise ein Archiv. Man fragt sich bei manchen Theatern ja, warum haben die ihr Archiv nicht längst vor Corona öffentlich zugänglich gemacht? Das sind tolle Inszenierungen, die nicht mehr gespielt werden, die aber immer noch von Bestand sind und Wert haben und die man sich online angucken kann. Aber das ist nicht statt des Besuchs im Theater und statt des Besuchs im Konzert, sondern eine ganz tolle Ergänzung. Und ich glaube, keiner hat die Vorstellung, dass man irgendwann sagt, wir machen das alles nur noch digital, das hat sich jetzt so toll bewährt. Da spürt doch jeder diesen Verlust gerade viel zu schmerzhaft. Wenn wir denn halbwegs bei Trost durch die Zeit kommen, dann auch dank Kunst und Kultur. Und das gilt es im Gedächtnis zu behalten. Das Coronavirus bringt Gesundheitssysteme überall auf der Welt an ihre Grenzen. Ärzte und Pfleger kämpfen täglich bis zur Erschöpfung, um Menschenleben zu retten. Wie wird die Corona-Pandemie unsere Einstellung zur Gesundheit und Krankheit verändern? Wird die Angst vor einer neuen Epidemie bleiben?
Und welche Auswirkungen hat die Krise auf die Zukunft der Medizin? Antworten von Lungenspezialist und Vizepräsident der Medizinischen Hochschule Hannover, Tobias Welte. Ich hoffe, dass sich der Respekt gegenüber solchen Infektionserregern erhöht und dass sich das dann in einem geänderten Verhalten im Alltag widerspiegelt, insbesondere was basishygienische Maßnahmen und hier denke ich vor allem an das Händewaschen, die Händedesinfektion angeht, dass sich das dort ausdrückt. Die Impfraten in Deutschland sind ja ausgesprochen schlecht. Wir haben zum Beispiel für die klassische Grippe, die Influenza, nur 40% Geimpfte von denen, für die es empfohlen ist. Wenn wir da besser würden, wäre das ein riesiger Erfolg. Ich wünsche mir für die Zeit nach der Corona-Pandemie, dass einerseits der Respekt gegenüber denen, die im Gesundheitswesen arbeiten, vor allem den Pflegenden, aber auch dem ärztlichen Bereich steigt. Und das wird nicht ausreichen. Das muss sich auch in einer besseren Bezahlung, in höheren Löhnen widerspiegeln. Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsleistung ist aus meiner Sicht ein Menschenrecht und es ist eine staatliche Pflicht. Und das Marktgegebenheiten zu überlassen, halte ich persönlich nicht für verantwortbar. Und mein größter Wunsch ist, dass Gewinnerwirtschaftung und Rendite im Gesundheitswesen als Ziel verlassen wird und wir wieder in ein sozial geprägtes Gesundheitswesen zurückfinden. In der Corona-Krise müssen Familien ungewohnt nah zusammenrücken. Spielplätze, Kindergärten und Schulen geschlossen. Eltern im Homeoffice. Welche Auswirkungen hat das auf unser soziales Miteinander? Auf das gemeinsame Lernen? Wie verändern sich die Familien? Und ist es für die Kinder eher gut oder schlecht? Fragen an den Kinder- und Jugendpsychiater der Universitätsklinik Eppendorf, Michael Schulte-Markwort. Im Moment erlebe ich, dass Kinder ausgesprochen flexibel darauf reagieren und dass sie, und das halte ich für eine positive Erfahrung zum ersten Mal in ihrem Leben, eine begrenzende Erfahrung machen, dass das Leben nicht unendlich geht, dass man zum Beispiel auf Großeltern Rücksicht nehmen muss. Und das, glaube ich, ist eine Erfahrung, die demütig macht und das ist was Gutes. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn sowohl die Schule als auch Arbeitgeber zukünftig darüber nachdenken, wie man die Schule flexibler gestalten kann und dass wir sowas wie Familientage einrichten, in denen Kinder erleben, Eltern und Kinder arbeiten einen Tag oder einen Vormittag zu Hause. Das wäre eine großartige Erfahrung, weil ich glaube, es wird gerade sehr deutlich, dass Schule nicht jeden Tag in der Schule stattfinden muss. Wir kommen ja aus einer Situation, in der alle es gewohnt waren, die Freizeitbeschäftigung von Kindern an Dienstleister zu beauftragen. Und das funktioniert gerade nicht und das könnte zu der Erfahrung führen, dass Eltern und Familien sagen, das brauchen wir eigentlich gar nicht, weil wir zumindest einen Teil davon auch gut selber abdecken können. Ausgangsbeschränkung. Jahrhundertealte religiöse Traditionen wie hier an der Klagemauer in Jerusalem sind jäh unterbrochen. Zentrale Orte.
menschenleer. Ein einsamer Papst geht ganz ohne Gläubige über den Petersplatz in Rom. Religion heißt Gemeinschaft. Doch dieses Osterfest fand ohne Kirchgang und Familientreffen statt. Religion ganz praktisch. Damit kennt sich der nächste Wissenschaftler aus. Über ein neues gesellschaftliches Miteinander. Der evangelische Theologe Christian Fechtner. Das Besondere in der jetzigen Situation, und auch da hoffe ich, dass es unser Miteinander prägen wird, ist, dass Fürsorge für andere und Selbstsorge keine Gegensätze sind, sondern dass sie sich eng miteinander verknüpfen, dass in dem Moment, wo wir für und mit anderen sorgen, wir zugleich auch für uns selbst sorgen. Das, glaube ich, ist etwas Neues, was in dieser Situation für uns spürbar wird, erfahrbar wird. Und ich hoffe sehr, dass uns das erhalten bleibt. Wir werden künftig stärker noch, was den Sonntagsgottesdienst angeht, ein Nebeneinander haben von Gottesdiensten vor Ort, zu denen Menschen hinzukommen, und gleichzeitig und parallel dazu Gottesdienste, die digital vermittelt werden, an denen Menschen teilnehmen. Werden wir nach der Krise anders mit unserer Angst vor dem Tod umgehen? Mit dem Bewusstsein unseres Todes und mit dem Bewusstsein unserer Sterblichkeit und unserer Verletzlichkeit gewinnen wir auch einen neuen Zugang, einen neuen Sinn für das, was Leben ausmacht. Wir werden nicht einfacher leben nach der Corona-Krise, aber manche Dinge werden für uns elementarer sein. Zu erleben, was es bedeutet, hinauszugehen in die Sonne, was es bedeutet, Kontakt zu haben zu unseren Lieben, was es heißt, sich versammeln zu können, raus zu können. All diese elementaren Formen menschlichen Zusammenlebens, die werden uns deutlicher werden. Und ich hoffe, dass damit sich auch unsere Einstellung zum Leben vitalisiert. Ob und wie sich unser Leben vitalisiert und verändert, werden die kommenden Monate zeigen. Eines ist jedoch sicher: Nach Corona wird anders sein als vor Corona.